Moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir sind hier in der Wüste und haben Wüstebefürchtungen und haben einen Greifkäfer in der letzten Folge gekriegt, gefunden, mit dem wir jetzt auch Sachen greifen können, damit wir es endlich begreifen. Haben wir ZLZR sogar die Möglichkeit, Bomben abzuwerfen. Wie cool ist das überhaupt? Und da oben dieser Vogel, der sieht verdächtig bedrohlich aus. Aber wir wollen ja auch diese Kiste da oben haben am besten. Deswegen geben wir uns jetzt Mühe, mit der Donnerblume einen reinzusemmeln. Ich, Depp, habe aus Versehen beide Tasten gedrückt, weil ich dachte, damit sehe ich gerade. Also intuitiv. So, einmal greifen. Und jetzt B greifen, dass wir da reinwerfen müssen. Komm schon, wuhu! Und was haben wir da jetzt? Ist das irgendwas Sinnvolles? Ne, das sind einfach nur ein paar Rubine. Dafür lohnt es sich nicht aufzustehen. Nicht mal das. Also auf dieser Seite dann. Ah, gut. Dann Greifkäfer, Flieg und Sieg! Man kann den auch noch schneller machen, ne? Achso, das verbessert der dann da. Oh nein, nicht, dass der kaputt geht, Alter. Muss ich mir einen neuen Käfer suchen, das ist nicht schön. Ich sammle ja Käfer. Da wäre dieser Struder, wie der Typ heißt, ja auch neidisch drauf, ne? Auf meinen Roboterkäfer. Und tschüss. Juhu. Flieg los, mein Käfer-Pokémon. Käferstahl. So schön. Kontrollieren wir ihn mit dem Stick und machen ihn verrückt. Und den Gegner killen wir auch. So ist es nun mal. Im Brauch. Dieser Lauch kann nur dumm glotzen. Und ich werde ihn mit einer Bombe ankotzen. Juhu. Leider fliegt er wieder zurück. Ich dachte, ich kann da vielleicht noch ein bisschen weiter fliegen. Aber so mache ich mir den Weg frei. Wie diese komische bestimmte Bank, die sowas immer in ihrer Werbung plädiert. Dass sie jeden Weg freimachen werden. So. Ah, hier war ich noch nicht. Na, komm mal her. Da habe ich mir immer gedacht. Oh, was? Krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber gut, du willst sterben? Dann komm her. Oh. Kann ich den jetzt schieben? Das wäre so sinnvoll, aber es geht nicht. Schade. Was zeige ich mit den Dingern hier? Ah, ich dachte, ich kann das vielleicht irgendwie... Bringt das irgendwas? Oh. Ups. Krass. Da oben ist auch so eine Statue. Achso, das ist die vom Anfang hier. Haben wir hier jetzt? Haben wir hier noch irgendwas? Das ist nur, damit wir darauf kommen, oder? Na gut, macht ja auch Sinn. Macht ja Sinn. Wüst, Wüste, Wüste. Ich küsse deine Füße. Wie mache ich denn hier irgendwas? Kann ich hier überhaupt irgendwas machen? Ja, kann ich, aber da hinten sieht das doch auch schon relativ... gefangen. Das sah zwar doof aus, aber ich habe es geschafft. Ich bin sehr zufrieden. Da oben lang klettern geht auch. Kommt man denn da rauf? Ach komm, nicht sein Ernst. Kommt man da rauf? Man kommt da rauf, oder? Oder muss man von der anderen Seite da irgendwie hinkommen? Von hier komme ich generell. Aber nicht da rauf. Aha. Generell doch nicht kriminell. So, aber rauf hier, jawohl. Oder sind Ameisen? Ich brauche sie. Und stirb! Für mich war das eigentlich eine Sekunde zu spät, aber ich habe es geschafft. Deswegen kann ich nicht meckern. So, dann laufe ich mal hier hinter. Ich will, ja. Okay, das kriege ich nicht auf. Schade. Da komme ich nur so hier hinter, oder was? Nur mit dem Greifhaken, oder wofür soll das da sein? Ich kann ja auch hier um die Ecke laufen, wer weiß das schon. Mein Sterben will ich jetzt nicht unbedingt, aber möglich ist es doch. Zumindest so, wie es aussieht, aber ich glaube, dieser Treibsand ist zu gefährlich. Ich glaube, da schaffe ich es nicht, ne.
Das schaffe ich nicht. Das ist schon mit Absicht so. Nein, dann gehen wir baden. Mensch. Wir sind Sandy. Oh Gott. Was jetzt? Dann müssen wir halt weitergehen. Aber schön, dass ich es ausprobiert habe. Und jetzt geht's los. Schachmatt. Ja, lauf doch. Was? Nein, ich habe die Ausdauer nicht aufladen lassen. Bin ich denn bescheuert? Jetzt sterbe ich schon zum zweiten Mal im Sand. Das ist nicht Idiot läuft in der Lava, in die Lava, sondern Idiot läuft in die ins Treibsand. Stirb. War einfach zu dämlich, wa? So. Okay, erstmal aufladen. Und Sprintattacke. Wie viele Ausdauer das frisst. Krass. Ist ja mehr als ich. Den Snack gönnen wir uns ganz easy. Und zwar holen wir uns einfach den mit dem Käfer hier, glaube ich. Das dürfte funktionieren. Juhu! Danke! Hast du toll gemacht. Oh ja, danke. Reich machen tut mich das auch noch hier. Wunderbare Aktion! Komme ich da jetzt rüber? Da komme ich so gar nicht rüber. Ach so, ich verstehe. Okay. Wie besiege ich den denn? Ah, ich verstehe. Aber erstmal sollte ich wohl diesen Vogel abschießen. Ha, ich schieße hier den Vogel ab. Krass. Komm nur her, ich hab Futter für dich. Flieg nicht los jetzt. Nein. Komm her, Dicktasche. Was hast du überhaupt für ein ekliges Kinn oder dein Kehlkopf oder was das sein soll. Ich werde dich kriegen. Jawohl. Gestorben. Getroffen, wo es weh tut. Oh, ein roter Rubin. Den werde ich mir ziehen. Von diesem Vogelein. Vogelein, Vögelein, Vögelein. So. Na dann. Let's go, Mexiko. Wuhu. Hab ich hier gerade eine Kiste gesehen? Ja, da hinten. Komm mal her, mein Freund. Wow. Das wird ausreichen. Ich weiß es. Und du schaffst es. Oh mein Gott. Und rüber. Komm schon. Oh mein Gott. Mach nicht drei davon. Das wäre ja echt fürchterlich. Gestorben. Perfekt. Wollte es nur gesagt haben. So. Käfer, flieg und sieg. Ach, come on. Flieg. Und putz. Ja. Was ein Anschlag, krass. Nüt. Oh, okay, jetzt habe ich hier aber ein... Naja, was heißt ein großes Problem? Das stimmt gar nicht. Oh mein Gott. Es war so knapp. Atme, mein Freund, atme. So, dann haben wir hier die erste Kiste für den heutigen Part. Ich zeige euch natürlich wieder auf der Karte, wo ihr diese Kiste finden werdet. Wie viele Kisten gibt es eigentlich? Naja, gucken wir mal nach. Zack. Da unten. Hier. Und da kommt man. Hier ist es. Bam. Oh, man kann auch graben. Und graben. Und graben. Und graben. Weißt du, andere graben nach Öl in der Wüste. Und wir graben einfach mal nach Rubinen. Wir werden so auch schon reich. Kein Problem. Und die sind nicht mal weit entfernt von der Oberfläche. So. Komm her. Chilliger Spaziergang in der Wüste. Nimm das! Ach, das macht schon Spaß. Das muss man schon echt dem Spiel mal lassen. Oh, love, you can do it! Ja! Da schwitze ich schon mit, ey. Ohne Witz. Attacke! Juhu! Wir wollen ja keine eigenen Bomben verschwenden, ne? Oh, da hinten wäre auch noch ein Weg. Den habe ich ganz vergessen.
Aber erstmal gucke ich mal, ob es hier irgendwas gibt, weil irgendwie... Oh, hier. Netten kleinen Käfer. Den einen habe ich getötet, den anderen gefangen. Eine Ranellameise. Gefangen. Man sagt, in dem Bau des Insekts würde sich eine Wasserquelle befinden. So kann es in der Wüste überleben. Oh, diese Zikade fehlt noch, alter Schwede. Die Zikade ist für mich eine Schikane, denn ich habe sie nicht fangen können, weil ich zu blöd war. Dabei ist es für mich heiße Ware, so. Und stirb! So, brrr. Komm schon, du schaffst es! Oh mein Gott, war das knapp. Okay, gut. Es war aber noch nicht vorbei, sonst hätte er sich gehen lassen, der gute Link. Ah, dachte er wohl. Dass er hier einen Foul machen kann, aber... Oh, da oben muss ich auch noch irgendwann hoch. Krass. Oh, es klingt wie ein tosender Wasserfall. Tosender Applaus. Tosender Wasserfall. Als ob ich hier nicht irgendwas finde. Ah, damit ich hier nie wieder rüberklettern muss. Ich verstehe. Ich verstehe, verstehe. Und dann machen wir das doch. Let's go. Guck mal, sogar voll mit Sand. Und der so, was macht der da? Krass. Dabei locken wir unsere Opfer extra immer in diese Treibsanddinger rein. Einsiedlerkrebs. Was machen wir denn? Der andere Stein ist doch auch noch da. Wie komme ich denn da hin? Komme ich da irgendwie hin schon? Ja, von der anderen Seite, würde ich sagen. Juhu! Ah. Das Spiel ist schon sehr erheiternd, ehrlich gesagt. Das sieht aus, als könnte man das irgendwie aktivieren, aber ich glaube nicht, dass das dafür da ist. Ich denke, daran würde ich mich irgendwie erinnern. So, Greifkäferchen. Deine Zeit ist gekommen für Runde 2. Nimm das. Und stirb. Bin gestorben. Was? Oh nein. Okay, gibt's hier irgendwas? Hier gibt's doch locker ein Herzteil. Irgendwas. Oh, da sind auf jeden Fall Gerudo-Libellen. Nutzen wir die? Ja, komm. Lauf, mein Freund, lauf. Gefangen. Das war schon chillig, muss man schon sagen. Nein! Komm doch her! Was? Was macht er denn? Ist der doof? Okay. Schön. Toll gemacht. Und dann gräbt er sich wieder ein. Oh, krass. Oh. Schreck mich doch nicht so, ey. Da komme ich nicht ran, leider. Aber hier wird es locker irgendwie ein Herzteil geben, ich bin mir sicher. Na gut, dann. Komm schon! Strahl! Lande! Zack! Komm, wir machen es ohne Bomben zu benutzen. Drink! Komm schon, gerader Strahl! Himmelwärts, Schwerttechnik! Nein, die Libelle doch nicht! Nimm das! Oh, das macht nur einen halben Schaden, kann das sein? Nimm das! Stirb! Müllilüm! Nimm das! Juhu! Ich weiß halt nicht, ob ich hier noch irgendwie ein Herzteil kriege. Für mich wirkte das noch so. Aber jetzt muss ich hier aufpassen, bevor das Ding verschwindet. Ich glaube, das wackelt aber vorher nochmal. Mir war einfach danach. Aber egal. Komm, lauf! Juhu! Stirb! Und? Das ist so ein lahmer Gegner. Der macht einfach gar nichts. Dann stirb deines verdienten Todes hier.
dachte, vielleicht muss man hier irgendwie noch irgendwas machen. Wieso komme ich darauf? Keine Ahnung. Attacke. Wuhu. Sauber gemacht, Link. Und jetzt? Kann ich hier rauf? Oh, cool. Oh, ich kann hier rauf und mir eine Abkürzung schaffen. Bin mir nicht sicher, ob ich das vorher schon so gemacht habe. Bin mir ziemlich sicher, dass ich diesen Ort hier vorher nicht kannte. Nimm das! Was? Nimm das! Komm schon! Stopf ihm das Maul! Bam! Aus dem Sand mit dir! Nur Kinder gehören in die Sandkiste und keine Monster! Bam! Uha, krass! Zack, zack! Und schieben! Schieben, schieben! Sauber! Nicht nur sauber, sondern rein. Ja, das war doch fein. So muss es sein, so muss es sein, so muss es sein. Die Wüste. Die ist einfach schön. Ich habe das Gefühl... Aber es wirkt alles so nach Geheimnisse, ne? Deswegen will ich das nur mal so sagen. Es wirkt einfach alles so, als wäre das geheim. Als wäre da irgendwas versteckt, so hinter dem Sandwasserfall und so. Aber man weiß ja nie. Man vielleicht da irgend so einen Zeitstein aktivieren muss oder so. Aber hier sind wir auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück weitergekommen. Sehr gut. Juhu! Oh ja, hier kenne ich mich noch aus. Krass. Erinnere mich. Juhu! Ah, guck mal, da sieht man sogar schon den Boden, wo Monster erscheinen. Die sind hier den Rest ihres Lebens, ihres erbärmlichen Lebens, einfach geblieben. Das ist auch traurig, oder? Die sind gestorben wegen mir und das wird einfach nur so angezeigt. Aber komm, dann nutzen wir doch den Greifkäfer. Oh, aber ich denke, ich muss vorher eine Bombe mitnehmen. Kann das sein? Oder habe ich einen Zeitstein jetzt hier gerade übersehen bei mir? Ja, eindeutig. So, flieg. Eindeutig! Wüstenmusik aktivieren! Was ein powerful Stein. Stirb! Er ist dahinter einfach gestorben, geil. So, lass mich rüber. Ach, das ist schon echt cool, oder, Leute? Ich finde das mega cool. Jetzt mal ohne Witz. Kann ich nicht einfach den da aktivieren? Ich meine, kein Problem. Werde jetzt den hier einfach schicken. Und dann werde ich mal gucken, was das so bringt. Ah, diese Steine. Guckt euch an, wie geil die aussehen. Und irgendwie hat das auch was von dieser... von Twilight Princess, die Schattenwelt oder so. Oder diese finstere Energie. Auf jeden Fall haben die auch so eine Symbole. Ich wollte es nur sagen. Okay, das hat mir nichts gebracht an der Stelle. Deswegen muss ich das wohl hier machen. Und flieg. Juhu. Zwar voll daneben geflogen, aber es funktioniert. La, 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 la. Wie ist Zelda hier eigentlich vorangekommen, Alter? Die sind wahrscheinlich einfach Bergsteigen gewesen und ich hab's versemmelt. Na, klasse. Und, ah, sehr schön. Oh, steig noch höher, komm schon. Bitte nicht kaputt gehen. Und flieg. Bam. Anstrengend. Aber so ist es nun mal. Oh, guck mal, wie es blüht. Das sieht einfach so cool aus. Kann ich nicht einfach darüber balancieren? Das wäre doch auch was. Ah, wartet mal. Weiß, dass da drinnen ein Schalter war. Das habe ich eben beim Fliegen schon gesehen. Ich glaube, diese Pflanze aktiviert sich nicht, wenn mein... Doch, sie aktiviert sich auch so. Das freut mich. Scheiße. Ich dachte, ich schaffe beides in einem Zug. Das wäre cool gewesen, aber... ich bin nicht talentiert genug gewesen dafür. Schade, schade. Und flieg und sieg. Juhu. Sailor Moon lässt grüßen. Ring. So, sind wir denn hier gelandet? Ja, das sieht gut aus. Zack. Meine Mütze weht im Wind. Ah, ich glaube, die wäre so lange einfach stehen geblieben. Woo! Dance, dance, dance. Woo!
Also ein Kaktus, auf dem eine Donnerblume wächst. Das ist also die... Ich versuch's auch immer wieder, ne? Es ist halt... Oh, was? Nimm das! Du denkst, du kannst dich tarnen? Ich tanze auf deinem Grab. Nein, hast du halt. Nimm das! Oh, diese Zikade. Ich werde sie sowas von kriegen. Kriegen, lieben und ehren. Auch gar kein dickes Netz mehr, weil... Komm schon. Ein bisschen anpirschen. Gefangen! Du hast eine Sandzikade gefangen. Dieses Insekt verbringt 10 Jahre seines Lebens als Larve unter der Erde und lässt sich nur schwer fangen. Das sah jetzt nicht so aus. Habe ich eigentlich easy peasy gemacht. Aber schön. Wahrscheinlich auch ein seltenes Insekt. Muss man schon zugeben. Ey, das ist doch der Typ. Wie heißt der denn? Vergessen, wie der heißt. Dieser komische Grune, der schon am Anfang da war. Nein, ich hab's vermasselt. Okay, gut. Dann machen wir erstmal das da. Oh, guck mal, wie schön das strahlt. Das ist so richtig... So Kontraste. Das ist richtig cool. Das haben sie schon gut gemacht. Hä? Krass. Wieso hat er das nicht einfach gemacht? Was soll das? Oh, warte mal. Krass. Als ob hier nicht irgendwas wäre. Auf jeden Fall schicken wir jetzt mal meinen Käfer los. Vielleicht kann man ja dieses Büschel Gras hier irgendwie... Ja, habe ich mir doch gedacht. Ach, so schön. Juhu. Wer bringt das ja sogar irgendwas? Wer weiß das schon? Hm. Ne. Ja. Schön. So, lieber Käfer. Tu deinen Job. Pflück die Donnerblume und öffne mir den Pfad des Mondes. Wuhu! Und nochmal. Für diese andere Felsformation da. Los, Attacke! Und tschu, bam! Bagadabam, bling! Bringt mir das was? Ich will's nur wissen. Oh yeah! Ihr lasst uns hier die Vergangenheit erstrahlen. Sieht ja aus wie eine Zukunft, die hier auf der Erde auch passieren könnte. Wo war ich eigentlich gestehen geblieben beim Mars? Ja, das haben die Menschen, haben das früher für dass da Kanäle waren. Durch einen Übersetzungsfehler haben sie gedacht, auf dem Mars wären Kanäle. Und die sind eindeutig nur von Menschenhand zu machen. Oh mein Gott! Meine Fresse denn! Zieh doch so! Mann! Ach, come on! Bam! Das war eigentlich fehlgeschlagen, aber stirb! Ich bin einfach durch und durch gegangen. Das ist meine Geisterfähigkeit. Deswegen hasse ich es manchmal mit dieser Bewegungssteuerung. Aber gut, man kann es auch akzeptieren. Auf jeden Fall. Uff, das war knapp. Danke für deine Hilfe. Dies ist der Tempel der Zeit. An diesem Ort befindet sich das Zeitportal, das die Göttin erschuf. Wir hatten die Umgebung des Tempels sauber. Halten wir natürlich. Zum Zeitportal gelangst du durch das Tor. Was meinst du? Du suchst einen anderen Weg? Nun, der Tempel der Zeit ist mit einem Rana-Steinwerk durch einen unterirdischen Gang verbunden. Das Steinwerk ist hier. Nanu, diese Karte hat Fehler. Ich repariere sie. Krass. Er macht die... Oh! Oh ja, guck mal, so sah es in der Vergangenheit aus. Sehr schön. Das Ranel-Steinwerk ist da vorne. Achso, ja, der Eingang ist ja zu. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Übereinstimmung deiner Karte mit der derzeitigen Umgebung beträgt 35%. Der Unterschied ist beträchtlich. Ich schätze, dass via WR-301-Einheit vorhin die Karte an das frühere Landschaftsbild angepasst hat. Einheit. Sie tut ja so, als wären das keine Lebewesen. Okay, komm. Achso, muss ich da erstmal hin? Machen wir es doch.
Wieso steigst du aus? Wieso steigst du aus? Muss ich die so aktivieren? Also, das muss man sagen, das ist eine sehr empfindliche Technik, ne? Also, mit einem Stein kannst du das einfach aktivieren. Da wundert mich nicht, dass das kaputt gehen würde eigentlich alles. Komm schon! Stein! Yeah! Schick ihn gegen Himmel! Das war doch mal ein kleines Minispiel für zwischendurch. Ist natürlich eigentlich offensichtlich hier in Ranel zu finden. Ich denke, das findet ihr automatisch, aber es ist zur Vollständigkeit. Wuhu! Was sind das denn? Achso, das sind die Dings. Nimm das! Ich hab alle deine Familienmitglieder so schon vernichtet, mein Freund. Boom! Full Counter! Melio, das wäre stolz. Krass. Kann ich? So. Hey, komm. So. Hey, komm, so. Bring! Ich hoffe, ich muss dann nicht wieder den ganzen Weg von vorne gehen. Das wäre schon scheiße. Yeah, Fahrstuhlmusik hört er dafür. Er hat sein Parasegel eingesetzt. War ihm wohl doch ein bisschen zu hoch. So wie einfache Matheaufgaben. Du kannst in der Zeit nicht fliehen. Gib mir die Blume. Kann ich hier rübergehen oder fliege ich da direkt runter? Wahrscheinlich werde ich runterfliegen, sag ich doch. Nein! Ich hoffe, ich kann einfach hier einsteigen und zurückfahren. Das wäre schön. Ja, geht. Das muss in der Vergangenheit mega bescheuert aussehen, wenn das jemand sieht. Da fährt das Ding einfach hin und her. Und ich bin da und verschwinde wieder. Also, krass. Ab durch die Höhle. Ich glaube, das ist jetzt schon der zweite Stein, ne? Zwei Stein. Ein zweisteiniger Stein. Was machen wir? Käfer. Komm schon, flieg mein Greifkäfer und besiege Greifvögel so sehr, dass sie sich nicht mehr trauen, wieder zu kehren. But we don't care. Für uns war das ja auch alles nicht schwer. Und stirb, Patz! Vöglein, Vöglein an der Wand, stirb durch meinen Käfer. Nicht durch einen Krampf. Oh, was ist das denn da hinten? Auch Libellen, oder? Das ist ja egal. Ah, jawohl! Oh, ich wollte gerade sagen, erstmal heile werden, bitte. Danke. Und, was ist? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Gebieter, du stehst auf Treibsand, ohne zu versinken. Ich empfehle dir, die Karte zu konsultieren. An dieser Stelle verlief einst eine Straße, die nun durch den Treibsand verdeckt wird. Es scheint, als könntest du hier laufen, ohne zu versinken. Ich empfehle dir, Signallichter auf die Karte zu setzen, um den Weg zu markieren. Ich empfehle, mehrere Signallichter einzusetzen. Kann ich jetzt auf einmal oder was? Hier ist der Schneideweg. Hab mich schon gewundert. Achso, gut. Ah! Unnötig. Ich schaff das auch so. Nein! Ha! Okay, komm. Wo können wir langlaufen? Hier ist der Weg. Gerade. Okay, einfach so. Krass. Dann nehmen wir das Schmetterlingsnetz und fangen alle drei. Und? Mann, ey! Ah! Hab's geschafft. Okay, tschüss. Und wo kann ich jetzt lang? Kann ich geradeaus? Nein. Nehmen wir das auch weg und setzen es einfach mal hier hin. Das ist der Schneidepunkt. Wuhu. Ich meine, gut, macht Sinn. Da ist ja auch eine Straße nach oben und irgendwo da lang kann man auch. Kann man das auch schon vorher oder versinkt man da einfach generell trotzdem? Das wäre ja schon ein bisschen witzig, ehrlich gesagt.
Oh, was ist das denn hier? Hm. Das ist nicht richtig. Setzen wir uns doch mal eine Runde und lassen hier Revue passieren, was passiert. Da oben ist die Kiste, die kann ich noch nicht holen. Hm. Was machen wir denn jetzt? Legen wir hier eine Bombe? Und gucken, ob da ein Zeitstein ist, den man aktivieren kann? Komm schon! Ja, habe ich doch gewusst. War doch klar wie Kloßbrühe. Kann ich den auch hier so einfach runterfallen lassen? Wäre schon. Naja, knapp. Aber mal knapp. Ja, halt ja auch. Wäre auch zu schön. Aktivieren! Oh nein, was mache ich nur? Oh nein! Oh nein! Dümmste Kampf, den ich je geführt habe hier. Oh. Komm schon! Ah, nimm das! Ach Mann! Ach komm! Ah. Ah. Tot! Einfach besiegt! Oh, cool! Was geht? WR-301 Reihe. Wer bist du? Das ist der Hauptalter zum Eingang des Radelsteinwerks. Nur eine bestimmte Kombination der drei Zeiger wird dieses Tor öffnen. Ich spüre in dieser Gegend etwas, das dem Hauptschalter ähnlich ist. Spüre es mit der Aurasuche auf. Ach, Seninmodo. Auf der Suche nach den Schlüssel zu dieser Tür. Dieser Weg. Er wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Ach, wie schön das doch aussieht. Jetzt mal ohne Spaß. Ah. Komm schon. Rauf mit dir. Jawohl. Oh nein, das ist eine Blume. Oh. Donnerblume. Donnerblume nochmal. Irgendwie war mir so, hier hinten war auf jeden Fall was. Aha! Aha! Siehst du, ich habe doch gesehen, dass da an der Wand was war. Ach komm, scheiß drauf. Es hat vibriert, ey. War wohl sehr nah dran, getroffen zu werden. Was ist das denn? Ah. Okay, ich verstehe. Stimmt ja. Oh, hier kann man Sand wegpusten, aber das bringt mir ja jetzt noch nichts, oder? Hm. Naja, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. In der nächsten Folge suchen wir dann den Schlüssel und werden dieses Steinwerk betreten. Und dann werden wir gucken, was die Zukunft oder die Vergangenheit so bringt. Was wird uns die Vergangenheit bzw. Zukunft zeigen? Also, schaltet das nächste Mal wieder ein und... Linksblick, geil. Auf Wiedersehen!